Schnell zusammen. Heute schauen wir uns eine Methode an, wie wir in der Natur Feuer machen können, wenn wir kein Zündhölzchen und auch kein Feuerzeug mit uns dabei haben. Was man aber häufig findet, wenn man in der Natur rum ist, ist leider Abfall. Abfall, Sachen, die Leute einfach herschmeissen, eine Büchse oder was auch immer, wie zum Beispiel diese hier. Und so eine Büchse, aber auch eine Getränkebüchse, können wir gut brauchen, um Feuer zu machen. Wichtig ist jetzt also als erstes, dass der Boden richtig glänzt und nicht mehr Dreck dran hat. Ich mache das einfach mit meinem T-Shirt. Als nächstes brauchen wir etwas, das nachher brennen kann. Ich habe mir jetzt einfach vorher bei einer Feuerstelle, die ich da vorne gefunden habe, ein Stückchen Kohle mitgenommen. Das geht sehr gut. Es gibt aber auch Zunderschwamm oder andere Sachen, die man brauchen kann. Und damit ich das jetzt nicht mit der Hand einfach in die Aludose muss herhaben, damit ich viel zu viel Schatten mit den Fingern mache ich jetzt aus einem Gräsli wie eine kleine Gabel. Ich schneide das Gräsli vorne längs ein und jetzt kann ich da einfach meine Kohle draufstecken. Voilà, dann habe ich so wie eine kleine Gabel und mit der kann ich jetzt hier genau den Brennpunkt haben. Das ist jetzt wichtig, dass wir genau den Brennpunkt finden. Und dann kann ich das da hier genau am Brennpunkt herhaben. Und jetzt sieht man bei mir, wie es schon langsam anfängt zu räuchern. Jetzt ist mir sogar da drin gefallen. Und die Glut legen wir jetzt einfach in unser Glutnest legen, das wir schon vorbereitet haben. Dann blasen. Und schon fängt es an zu rauchen. Bei Rauch geht es nicht lange, und wir haben Feuer. Und dann kommt noch mehr Kreis dazu. Voilà, und mit diesem Feuer können wir jetzt natürlich. Und mit dem Feuer können wir jetzt das grosse Feuer anzünden, problemlos. So, und jetzt wisst ihr, wie wir aus einer normalen Dose Feuer machen kann. Tschüss zusammen!